Was ist los, Dane? Du, Billy und Ethan, ihr habt den ganzen Tag hart gearbeitet und seid jetzt zu erschöpft, um das letzte Gebäude abzureißen? Na, das ist mal ein Einfall, Billy. Stellt euch vor, wir hätten einen Dinosaurier, der uns alle Gebäude umhaut. Hast du das gehört, Karl? Denkst du gerade, was ich denke? Großartig. Deine Höhle, damit du dich verwandeln kannst. Ich kann's gar nicht erwarten zu sehen, wie du dich in einen Dinosaurier verwandelst. Oh nein! Was passiert da? Wow! Schaut euch das an! Ein riesiger Dinosaurier! Karl, du siehst so aus, als würdest du zu Jurassic World gehören. Kannst du das Gebäude für sie einreißen, Karl? Oh, ihr solltet vielleicht ein kleines bisschen zurückfahren. Das Gebäude wird gleich einstürzen. Karl, das war fantastisch. Was für ein mächtiger Dinosaurier du bist. Du hast das Gebäude umgehauen, als wäre es aus nasser Pappe. Aber du hast eine ganz schöne Unordnung angerichtet. Ich schätze mal, Dinosaurier sind nicht dafür bekannt, dass sie hinterher aufräumen, was? Meinst du, du könntest dem Bautrupp helfen, hier alles sauber und ordentlich zu machen? Gut, dann mal an die Arbeit. Oh nein, Karl. Deine kurzen T-Rex-Arme sind einfach zu klein, um den Haufen Holz anzuheben. Na, das nenne ich mal seinen Kopf benutzen, Karl. Die Baustelle ist aber sowas von sauber. Kaum zu glauben, dass hier vor kurzem noch ein Gebäude stand. Das habt ihr wirklich toll gemacht mit dem Aufräumen. Wer hätte gedacht, dass man mit einem Dinosaurier so viel Spaß haben kann? Hallo, Carrie.
Was hast du denn vor? Du machst Kuchen für die Stadt? Das ist aber lieb von dir. Ach du liebe Güte, das ist aber eine Menge Kuchen. Oh nein, was ist los? Das ist eine ganze Menge Kuchen, wenn du den alleine ausliefern sollst. Vielleicht kann dir jemand helfen. Du hast eine Idee? Großartige Idee. Supertruck schafft alles. Oh. Schau, Karl. Feuerwerk. Jemand braucht deine Hilfe. Bist du bereit, Supertruck? Fantastisch! Auf geht's! Wow! Die Kleinen werden das lieben! Beeilung, Supertruck. Carrie braucht dich. Er ist da, Carrie. Toll gemacht, Supertruck. Was ist los? Die Kuchen machen dich zu schwer? Was denkst du? Du hast recht. Du und Carrie könnten jeweils die Hälfte der Kuchen ausliefern. Alles klar. Jetzt könnt ihr loslegen. Was ist los, Carrie? Ach du liebe Güte, du hast recht. Ihr habt nicht genug Zeit, um jeden zu Hause zu beliefern. Tolle Idee. Ihr könntet euch alle am Spielplatz treffen. Hey Tom, komm zum Spielplatz. Lily, komm zum Spielplatz. Matt, komm zum Spielplatz. Steve, komm zum Spielplatz. Carrie hat euch Kuchen gebacken. Alle sind da. Kuchenzeit. Aha.
Mhm. Hm. Du hast recht. Ich habe auch keine Ahnung, wo Supertruck hin ist. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Amber. Erster Schultag nach den Ferien? Mama? Habt ihr Spaß? Mhm. Und worüber lernt ihr gerade? Das alte Ägypten? Cool. Oh, der alte ägyptische Gott Horus. Cool. Ihr würdet gerne wissen, wie er aussah? Gute Idee. Ich bin mir sicher, Supertruck könnte Ihnen das zeigen. Hey Karl, gutes Training? Kannst du den Kleinen helfen? Sie würden gerne wissen, wie der Gott Horus ausgesehen hat. Lass mich raten. Du wirst dich in Horus verwandeln. Wow, du siehst fantastisch aus. Deine Augen sind die Sonne und der Mond. Genau wie bei Horus. Wow! Hey ihr Kleinen, kommt mal und schaut. Supertruck hat sich für euch in Horus verwandelt. Mama? Richtig, Amber. Horus sah wie ein Falke aus. Sein rechtes Auge war die Sonne und sein linkes der Mond. Habt ihr Lust, mit Horus zu fliegen? Bereit? Horus war der Gott des Himmels. Deswegen sind seine Augen die Sonne und der Mond. Wollt ihr mal was Cooles sehen? Richtig. Horus muss im alten Ägypten fantastische Dinge gesehen haben. Richtig. Es ist Zeit, zurück in die Schule zu fliegen.
Mama? Mm. Vielen Dank, Supertruck. Das hat wirklich Spaß gemacht. Puh. Hey, Carlo. Ganz schön heiß heute, was? Oh, was ist los? Uah, der Asphalt schmilzt unter deinen Reifen. Schnell, fahrt an die Seite, kommt in den Schatten. Die Straßen sind zu heiß, um darauf zu fahren. Wir brauchen Hilfe. Gute Idee. Lasst uns Supertruck rufen. Es ist das Signal. Oho. Carl, die Straßen von Car City sind so heiß, dass sie die Reifen schmelzen. Kannst du helfen? Oh. Welches Fahrzeug kann die Straßen abkühlen? Hm, was macht das denn? Wow, Supertruck! Du bist ein Gefrierstrahler! Auf geht's, Carl! Ich meine, Supertruck! Hey Leute! Keine Sorge! Supertruck ist hier, um die Straßen in Ordnung zu bringen! Bitte alle zurücktreten. Wow, das ist so cool. Aber wortwörtlich. Jetzt sind die Straßen wieder sicher. Und du kannst deine Lieferungen machen, Carlo. Oh, warte mal kurz. Oh. Supertruck hat noch etwas für euch. Wow. Genau das, was wir an so einem heißen Tag brauchen. Danke, Supertruck. Du warst mal wieder die Rettung. Aha.
Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.